Müssten wir auch noch bestimmt 3, 4 Anhänger kriegen wir hier noch raus. Aber gut, runterfahren müssen wir eh nur noch einmal. Genau, ist das Ding nämlich bis zum Hutstrich voll. Oder wir verkaufen es natürlich. Das kann man natürlich auch machen. Anhänger runterfahren, mal voll machen. Im LKW. Mal 20.000 Liter da rausziehen an Kompost und einfach verkaufen. Das können wir natürlich auch machen. Es gibt Kohle. Aber ich glaube, das machen wir auch. Dann können wir mit das Zeug auch weiter runterfahren. Dann können wir uns mit dieser Aufnahme auch das Forstfahren sparen. Machen wir das nämlich hier mit. Steht das eigentlich? Hier ist das nicht mit aufgenommen, ne? Doch, da Kompost Erde. Ja, da steht aber kein Preis. Müsste ich jetzt, das geht so nicht. Machen wir es nochmal gerade so. Kompost Erde, Garten Center, 109, das habe ich nicht, das natürlich, ne? Wie hier auch, weniger. Jojo. Ja, auch hier Körner mal zum Güterbahnhof, das bringt halt auch mal nichts. Überhaupt nichts. Ja, ist halt so, ne? Bringt schon mal etwas mehr als hier oben zu verkaufen. Und ich meine, das heißt nichts. 100, also 100.000 Tonnen sind da unten. Ne? Und das mal 149, das ist auch schon mal, ne? Ne, das kann jetzt sein. Ach ne, das sind ja Liter wieder, ne? Ja, Liter. Also quasi hätten wir jetzt hier 21 Tonnen. Und unten dann 100 Tonnen. Genau. Und da hätten wir dann 14.000. Würden wir da Geld quasi mit verdoppeln, wenn wir das leer machen. Ich wollte gerade schon sagen, irgendwas ist da gerade an meiner Rechnung faul. Ja, haben oder nicht haben, ne? Damit wären wir im fünfstelligen Bereich, was die Schulden angeht. Das heißt, wir wirtschaften schon gut. Und wenn wir das Geld bar auf der Kralle hätten, hätten wir schon einiges machen können. Aber wir können natürlich später auch. Ja, roll aus. Hier haben wir natürlich, der verschwindet. Ja. So. Und hier kriegen wir Kreditzins 6% pro Tag. Kreditbetrag sind zurzeit 100.000. 3.000 Euro Gebühren. Und Überziehungszeitraum kann man 2 Tage überziehen. 10% Überziehungszins pro Tag. Haben wir jetzt hier. Kann man halt ja zu 250. 7.500, 12 Tage läuft der Kredit. Der hat 7, 12. Ah, 12 Tage läuft der. Wir müssen also quasi pro Tag ganz grob 25.000 zurückbezahlen. Ganz grob 25. Das kriegen wir schon hin. Notfall fährst halt einmal am Tag Holz, dann kriegst du das auch zurückbezahlt. Ja, wir müssen mal überlegen, wie viele Tage wir, wie viele Folgen das jetzt schon ging, wie wenig Tage wir das gespielt haben. Das bringt das Vollmod halt mit sich, dass man die Tage halt auch ausnutzt. Und das finde ich halt auch das Gute, ne? Man springt die Tage nicht wie wild und so weiter. Man nutzt das halt wirklich jede Sekunde aus, die einem das Spiel gibt.
Ach, ich habe die Trecker für die großen Mähmaschinen auch vergessen, die wir uns kaufen müssten. Toll. Oh Mann. Ich glaube, das haut da nicht alles so hin, wie ich mir das dachte, so einfach mit der BGA. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal nochmal ein paar Grundvoraussetzungen schaffen. Bevor wir damit anfangen. Ja, das ist, glaube ich, so noch nix. So. Ups, sollten wir schon mal da so rüber, ne? Ja, das macht schon Sinn. So. Sudele. Aber 74 Tonnen Komposterde. Oh, jetzt ist er gleich auch voll. Genau, 108 voll, das Ding ist zum Rand. Verarbeitet jetzt halt noch. Schwarz können wir bestimmt hier mal. Ups. Ah, der Trichter ist auch bis zum Rand gefüllt hier. Gucken, ob wir hier hinten auch reingucken können. Ich glaube nämlich nicht. Oh doch, das geht. Ach, der ist auch bis oben in voll hier. Springen wir jetzt mal um hier in den und verkaufen einfach mal eine Ladung erstmal. Weil die können wir auf jeden Fall uns wieder reinholen. Fahren wir hier direkt raus. Wir fahren der Straße. Wir können ja auch nicht Speed geben dann. Deswegen haben wir halt auch den LKW, damit wir auch schnell Sachen transportieren können und nicht da ewig rumgammeln würden, ne? Tut mir leid. So, Allrad mal raus. Wir sind auf der Straße. Für 90 km hat er übrigens auch eine krasse Kurvenlage. Nicht wie so manch anderes Modell, das gemoddet wurde. So. Dann. Muss man echt genau drunter fahren, so. Einmal. Sieht zwar jetzt etwas glatt aus, die Textur, aber oh mein Gott. Kaum wir schieben drunter. Ist einfacher. So. Nochmal Allrad nochmal an. Werden wir brauchen, wenn der noch voll ist. So. Haben wir, ja, wir haben schon wieder umgemäht, ne? Ach, wir sind noch unbelehrbar. So. So, 14.628. Ja, gibt halt ein bisschen was, aber, ne? So. Stellen wir den Anhänger mal hier hin. Q, abhängen. Also, Anhänger abhängen, ja, ist genau. Da war ja was. So. Und dann schauen wir nochmal.
Zodalle. Na, 3000. Knapp. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Was wir gekriegt haben. Aber es reicht, es reicht. Besser als gar nichts, ne? Lassen wir ihn gleich unten. Wir machen jetzt einfach das ganze Stroh nämlich hier rein, bis auf den letzten Wagen, und dann nehmen wir hier immer wieder was raus. So, den wollen wir nicht. Dann machen wir ihm noch den Rest jetzt hinein. Yep. So, kann man nämlich wieder fahren. Wow, 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 wow. Wegen ihm war es ja wieder eine etwas längere Ecke ruhig. Da, ja, da habe ich wieder so ein bisschen, ne, und Husten und so. Ich bin auch recht froh, wenn die Aufnahme rum ist gerade. Nicht, weil es keinen Spaß macht, sondern weil die Reederei, die... Oh, ich, das ist echt, das Gesundheit ist das noch gar nichts eigentlich. Ich merke es immer stärker. Da wird auch gerade ganz schön warm dabei. Ah, die 20 Minuten, das haut rein. Nee, das ist nicht auf dem Kragen. Sah nur so aus. Deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen ruhiger. Und bleiben wir das schon. Aber die 2 Stunden müssen wir heute aufnehmen, weil sonst haut das alles nicht hin. Und es haut das mit der Aufnahmezeit, mit dem Vorausaufnehmen nicht hin. Es kann sowieso sein, dass ich dann danach die Woche auch noch weg bin, dann ist sowieso Ende, dann laufen gehen mit der Folgen aus. Weil so viel kriege ich nicht im Voraus aufgenommen. Also aufgenommen schon, aber nicht bearbeitet und gerendert. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so ist. Sondern ich da mindestens noch so 2-3 Tage zwischen habe. Obwohl, das Wochenende müsste ich auf jeden Fall haben. Also sollte ich zumindest für euch aufnehmen können. Ah, das klingt doch gut. Boah, das war knapp. Am Kurvenfahren, das ist echt noch, das muss ich echt noch üben. Das muss ich echt noch üben. Zumindest das Ziel mit dem Sammel, der Walze hinten vom Anhänger, in der Kurve dann auf die Bahn.